Ein Durchlauferhitzer im Reisemobil, geht das überhaupt? Gibt es Durchlauferhitzer, die so klein sind, dass sie in das Wohnmobil passen und die so wenig Strombedarf haben, dass sie vom Außenstromanschluss versorgt werden können auf einem ganz normalen Campingplatz? Und welche Erfahrungen habe ich mit dem Einbau und der Nutzung eines solchen Durchlauferhitzers gemacht? Ist das vielleicht ein neuer Trend oder einfach nur eine verrückte und spleenige Idee? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Herzlich willkommen bei Van for Five Life. Mein Name ist Ingmar und im heutigen Video geht es um eine ganz verrückte Idee, nämlich um den Einbau eines Durchlauferhitzers. Ich habe das ja schon mal angekündigt im Vlog Nummer 6 und eine kleine Umfrage dazu gemacht. Ja, und neben einigen Rückmeldungen dazu, die Interesse bekundet haben, hat auch die Situation sich geändert. Auf den Campingplätzen sind sanitäre Einrichtungen häufig geschlossen wegen Corona und keiner weiß, wie lange das dauert und wie häufig das in Zukunft nochmal wieder vorkommen kann, denn die Pandemie wird ja nicht ganz einfach zu Ende sein jetzt. Deshalb fanden wir es sehr wichtig, auch auf Campingplätzen in Zukunft autonomer stehen zu können und dort die sanitären Einrichtungen nicht nutzen zu müssen und allein mit den Anschlüssen für das Wohnmobil, also Wasser, Abwasser und Strom, autonom sein zu können. Und ein Durchlauferhitzer, der dauerhaft warmes Wasser verspricht beim Duschen im Wohnmobil, fand ich deshalb sehr, sehr attraktiv. Und da ich einen entsprechenden Durchlauferhitzer gefunden habe, der verspricht, hier zu passen und auch mit der Stromleistung eines Außenstromanschlusses genügsam umgehen zu können, habe ich mich entschlossen, das Projekt durchzuführen, einzubauen. Und heute geht es darum, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Also, los geht's! Ihr wisst ja schon, jetzt kommt eine Übersicht, wie ich dieses Video für euch aufgeteilt habe. Wir starten mit der Idee, da werde ich euch mal beschreiben, wie ich mir das vorgestellt habe im Aufbau, wo die Montage erfolgen soll und wie ich dann den Zusammenhang mit dem Stromnetz mir vorgestellt habe und würde das dann umsetzen im zweiten Kapitel und euch zeigen, wie ich die Montage dann durchgeführt habe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und natürlich, das Spannendste ist dann der Funktionstest. Klappt das dann eigentlich so wie gedacht? Kommt dann wirklich ausreichend warmes Wasser aus der Leitung raus oder springt die Sicherung raus und alles war umsonst? Wir werden sehen. Ja, und das Fazit beendet dann dieses Video. Dabei werde ich euch dann sagen, ob ich das empfehlen kann und ob das vielleicht auch für euch eine gute Idee sein könnte, so einen Durchlauferhitzer in eurem Wohnmobil oder Kastenwagen zu installieren. Das ist ja noch eine sehr ungewöhnliche Idee, denn Durchlauferhitzer brauchen ja bekanntlich relativ viel Strom. Ich hatte in einem der früheren Vlogs, ich habe euch das mal verlinkt unten, einen Durchlauferhitzer vorgestellt, nämlich genau diesen hier, der relativ wenig Strom braucht. Der hat eine Leistung von 3,5 Kilowatt und macht damit bei einer nicht zu hohen Durchflussmenge doch recht warmes Wasser. Auch zum Duschen geeignet. Und wir haben in den Wohnmobilen ja sowieso nicht so einen extrem dichten Wasserstrahl, weil wir ja normalerweise auch nicht so große Duscharmaturen haben, wie das jetzt im normalen Haushalt der Fall wäre. Sodass das normale Wasser, was durchläuft im Wohnmobil, mit diesem Durchlauferhitzer auch auf eine angenehme Duschtemperatur erhitzt werden kann. Die Frage ist jetzt, wie können wir diesen Durchlauferhitzer im Wohnmobil montieren und wie stellen wir sicher, dass das Wohnmobil-Bordnetz von 230 Volt nicht zusammenbricht. Nun, da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich würde den gerne im Bad unter dem Waschbecken montieren. Das zeige ich euch gleich, wo ich mir das überlegt habe. Und den Anschluss, den Stromanschluss, würde ich direkt an die Außensteckdose legen, also nicht den Umweg über die Installation innen machen, also über den Wechselrichter, sondern direkt außen. Das heißt, der Durchlauferhitzer hat dann auch nur Strom, wenn von außen ein Stromanschluss liegt. Das ist aber völlig in Ordnung, weil den Durchlauferhitzer würden wir nur verwenden, wenn wir irgendwo zum Beispiel auf einem Campingplatz stehen,
wo wir einen A-festen Stromanschluss haben und dann idealerweise auch noch einen festen Frischwasser- und Abwasseranschluss legen können. Das ist ja auf vielen Campingplätzen gegeben. Dann haben wir nämlich sogar ein Durchlaufsystem. Das heißt, wir könnten dann im Wohnmobil genauso komfortabel und lang duschen, wie das in jedem normalen Haushalt der Fall ist. Wir haben dann keine Wasserbegrenzung mehr. Und das finde ich extrem komfortabel und das möchte ich gerne montieren. Ich habe mal unter dem Waschbecken die Regale entfernt, um mal zu schauen, wie dort die Installation aussieht. Denn der erste Schritt in der Montage ist ja der, erstmal die Bedingungen zu checken, unter denen das Montieren erfolgen kann. Und hier drin, könnt ihr vielleicht sehen, liegen schon die ganzen Leitungen. Hier ist die Abwasserleitung, hier sind die Zuleitungen für das Waschbecken. Und hier sind diverse Stromkabel. Das hier ist ein Verteilerkasten für 230 Volt, die allerdings am Wechselrichter angeschlossen sind. Das heißt, diesen Zugang kann ich nicht nutzen, sondern ich muss ein extra Kabel legen. Das würde ich hier hinten von der Seite durchschieben. Der Vorteil hier beim Pössl Tuvian Vario ist, dass der Stromanschluss, der Außenstromanschluss, dass der hier nicht weit entfernt ist, ungefähr 1 Meter entfernt von hier. Das müssten wir mal von außen uns gleich anschauen, ob ich da mit dem Kabel durchkomme, so dass ich von der anderen Seite dann das Kabel auch wiederfinde und dann mit dem Anschluss verbinden kann. Natürlich muss dann auch noch eine Sicherung rein, weil die direkte Verbindung wäre ja dann nicht abgesichert. Das ist aber wichtig, dass das gewährleistet ist. Also hier muss dann auch noch eine Sicherung rein. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich hier den Durchlauferhitzer montiere, dann würde ich auch nochmal eine zusätzliche Steckdose legen, die erreichbar ist, so dass ich dann auch diese außen 230 Volt Stromzuführung nochmal für ein anderes Gerät erreichen kann und damit den Wechselrichter nicht belasten muss, wenn von außen ein fester Stromanschluss besteht. Ja, und wie habe ich mir das jetzt überlegt? Dazu stelle ich euch mal hier rein und ich hoffe, dass das für euch eine Perspektive ist, in der ihr euch was vorstellen könnt. Man sieht hier an dieser Leiste, hier vor sitzt normalerweise die Rückwand von dem Badkasten. Und ihr seht, da ist ein ganz gehöriger Platz dahinter und der, weil das ein bisschen schräg liegt, wird noch oben immer breiter. Und hier genau würde ich den Durchlauferhitzer montieren. Der ist von der Breite her, passt der hier rein. Ich habe das nachgemessen. Und da wäre der dann auch nicht im Weg, gut verborgen. Und gleichzeitig im Notfall auch mal zugänglich. So, da ist noch die Folie drum. Halt mir das mal hin. Das ist der Durchlauferhitzer. Der hat, ich zeig's nochmal von hier, der hat hier unten die beiden Anschlüsse. Kaltwasser, Warmwasser. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr auch sowas montieren wollt. Das ist ein Niederdruckgerät. Das heißt, der hat natürlich keine 3 Bar Betriebsdruck wie in einer Druckwasserleitung, denn wir haben ja keine Druckwasserleitung, sondern der läuft ganz normal mit einem durchlaufenden Wasser ohne Wasserdruck. Und deshalb passt der dann auch hier so hinein, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Mal schauen, wie sich das nachher darstellt. Und hier oben muss ich dann die Anschlüsse machen. Die liegen ja hier, das passt also auch ganz gut. Ja, und dann müsste ich dafür sorgen, dass hier eine Steckdose ist, bei der dann der Durchlauferhitzer seinen Außenstrom bekommt. Und bevor ich es vergesse, ist mir ganz wichtig, das ist meine persönliche Installation. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Das ist nicht zur Nachahmung gedacht. Ihr müsst selber schauen, wie ihr bei euch das montiert und Elektrogeräte müssen sowieso immer vom Fachmann montiert werden oder von der Fachfrau. Also in jedem Falle nehmt Kontakt mit einem Elektriker auf und lasst den dann die Installation vornehmen. Was ihr natürlich machen könnt, ist, so wie ich das hier auch mache, die Installation so vorbereiten, dass der eigentliche Anschluss dann nur noch ein Kinderspiel ist. Also in dem Sinne, bitte darauf achten, Anschluss muss vom Elektriker erfolgen. Übrigens habe ich gerade gesehen, hier auf dem Etikett steht auch, dass der Anschluss eines Schutzleiters unbedingt erforderlich ist. Mit anderen Worten, wir brauchen hier eine Erde
Und die ist gegeben, wenn wir mit Außenstrom arbeiten. Die ist aber nicht gegeben, wenn wir hier mit dem Wechselrichterstrom arbeiten würden. Zumindest wäre dann die Erde nur die Masse des Fahrzeugs und nicht eine echte Erdleitung, ein echter Schutzleiter. Jetzt ist der Anbau erfolgt und ich zeige euch mal, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr seht hier den Niederdruck-Durchlauferhitzer eingebaut. Der ist hier an die Warmwasserleitung angeschlossen, die ursprünglich mal hier oben am Warmwasseranschluss der Armatur angebracht war. Dann läuft das Wasser hier durch den Durchlauferhitzer, soll erhitzt werden. Hier ist der Ausgangsschlauch, der dann natürlich jetzt an die Warmwasserleitung angeschlossen ist. Die Idee ist, wenn oben die Armatur geöffnet wird, das Wasser fließt, dann der Durchlauferhitzer anspringt und das Wasser erwärmt, sofern er jeweils dann Strom bekommt. Die Stromleitung des Durchlauferhitzers, das ist das weiße Kabel hier, ist oben an einen Stromstecker angeschlossen, der wiederum hier in diesen Kasten hereinläuft und hier an einen FI-Schutzschalter 16 Ampere angeschlossen ist, den ich mir extra bei eBay gekauft habe zu dem Zweck. Hier kann die Stromzufuhr aus- und angeschaltet werden. Wenn ich den Testschalter drücke, springt der FI-Schutzschalter raus, wie er das sollte. Und hier kann ich ihn wieder einschalten. Und dann geht hier vom FI-Schutzschalter aus die Versorgungsleitung hier hinter dem Holz an der Seite des Fahrzeugs entlang und wird dort an den Außenstecker angeschlossen. Das heißt, wenn Außenstrom angeschlossen ist, dann ist die Leitung direkt mit dem Außenstromzugang verbunden und läuft nicht über den Wechselrichter. Das ist wichtig, weil der Wechselrichter hat 1600 Watt und der Durchlauferhitzer hat 3,5 Kilowatt. Das würde also nicht funktionieren. Deshalb funktioniert diese Lösung auch nur, wenn Außenstrom angeschlossen ist und der Außenstrom auch eine Absicherung von 16 Ampere verträgt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das dann funktioniert. Ja, und so ist die Idee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Idee auch funktioniert. Und das probieren wir dann gleich mal aus. Eine Ergänzung habe ich noch. Ursprünglich mal war hier bei diesem Pössl-Einbau hier auf der linken Seite eine 12-Volt-Steckdose. Und hier auf der rechten Seite war der Schalter für die Badbeleuchtung montiert. Und ich hatte den Gedanken, wenn ich sowieso die Außensteckdose anzapfe, um dort die Spannung abzunehmen für den Durchlauferhitzer, dass ich von dieser Leitung aus auch eine Steckdose noch ins Innere lege, sodass ich auch von innen und insbesondere im Bad dann einen direkten Zugang zum Außenstrom habe, der dann auch nicht über den Wechselrichter laufen muss, in dem Fall, in dem man eben außen angeschlossen ist, um zum Beispiel im Bad zu föhnen. Das kommt ja durchaus mal vor. Und deshalb habe ich mir hier links die Steckdose ersetzt. Die 12-Volt-Steckdose, die hier war, habe ich ersetzt durch eine entsprechende 230-Volt-Steckdose, verbunden mit dem Hinweis, dass das nur Strom liefert hier, wenn außen Strom angeschlossen ist und natürlich unten der FI-Schalter angeschaltet ist. Und auf dieser Seite habe ich mir dann die 12-Volt-Steckdose neben den Schalter montiert, sodass ich jetzt hier eine Doppelsteckdose habe. Ja, und das ist eine sinnvolle Lösung für uns, die dann auch alles ermöglicht, was wir uns hier vorgestellt haben. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Alles fertig, nur jetzt muss auch noch zugeschraubt werden. Das machen wir jetzt. Ja, wie es so ist, wenn man was montiert. Ich habe erst große Probleme gehabt, dieses Dreiecksregal hier reinzubekommen. Das habt ihr vielleicht gesehen. Letztendlich habe ich es dann geschafft, schweißtreibend und froh, das erledigt zu haben. Und dann stelle ich fest, dass ich so schlau war, die beiden Befestigungsschrauben an der Abdeckung des Durchlauferhitzers nicht zu montieren. Das heißt, die Klappe ist jetzt nur geklemmt und nicht geschraubt. Und das ist natürlich schlecht, weil das ist ja nun ein sicherheitsrelevantes Teil und die Abdeckung sollte auf jeden Fall halten, auch bei der Fahrt. Also die Schrauben müssen dran,
Also ich darf das Ganze nochmal machen, aufmachen, wieder montieren und wieder zumachen. Alles nochmal von vorne und los. Kommen wir zum Funktionstest. Jetzt wird es spannend. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. In der Anleitung des Durchlauferhitzers steht drin, dass der das schafft, das Wasser um 25 Grad anzuheben von der Temperatur her. Das heißt, wenn ich dort mit einer Wassertemperatur, wie sie ja typischerweise im Wohnmobil innen herrscht, von 15 bis 20 Grad, wenn geheizt ist oder im Sommer, dort hinein ziehe über die Pumpe, dann müsste das Wasser eigentlich auf eine super angenehme Duschtemperatur von durchaus 37 bis 40 Grad erhitzbar sein, sodass das eigentlich eine optimale Duschtemperatur dann ist. Soweit die Theorie. Jetzt gerade ist es Winter und hier ist es deutlich niedriger geheizt. Das heißt, wir haben jetzt eine Wassertemperatur, die ist vielleicht 5 bis 10 Grad und ich erwarte deshalb, dass das Wasser von der Temperatur noch nicht das Duschniveau erreicht, das angenehm ist, sondern dass das so Größenordnung 30 Grad haben wird, wenn es hier rauskommt. Vorausgesetzt, es funktioniert alles so wie geplant. Und das probieren wir jetzt mal. Erstmal Kaltwasser. Okay. Und jetzt gehe ich mal auf die Warmwasserseite und schau mal, ob das warme Wasser kommt und auch ob der Durchlaufhitzer sich einschaltet. Mal hören. Ich habe es klicken hören. Auf jeden Fall ist der Durchlauferhitzer Schalter angesprungen und jetzt wird es warm. Super. Ist eine angenehme Handwärme. Vorher war das Wasser eiskalt. Ich schätze mal, es wird jetzt um die 30 Grad sein. Also man könnte so schon duschen. Ich persönlich würde es noch gerne ein bisschen heißer haben beim Duschen, aber dafür, dass das Wasser beim Einlauf nur 5 Grad circa ist, ist das super. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn das eingelaufene Wasser ein bisschen wärmer ist, dass das dann hier auch richtig heiß wird. Also ich bin hochzufrieden, das ist optimal und das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz autonom bezüglich Bad. Wir müssen nicht in das Badezimmer bzw. in die Toilette, können hier duschen und zwar nonstop, da wir ja auch den Festwasseranschluss haben und den festen Ablauf installieren können. Ich freue mich, wenn euch dieses etwas verrückte Video gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat, darüber nachzudenken, ob ein Dauer-Durchlauferhitzer für euer Reisemobil auch in Frage kommt und ihr mit dem Gedanken spielt, sowas auch zu machen. Ich finde übrigens nicht nur, dass man auf den Campingplätzen autonom wird von den sanitären Einrichtungen, denn auch in Zukunft können ja wieder Pandemien auftreten und wieder die sanitären Einrichtungen geschlossen werden, ist dieser Durchlauferhitzer für uns jetzt auch noch zwischendurch ein großer Vorteil. Denn wenn man Außenstromanschluss hat, brauchen wir jetzt nicht mehr daran zu denken, den Boiler anzumachen, wenn wir warm Wasser haben wollen, wenn wir zum Beispiel das Geschirr spülen wollen oder mal schnell die Hände warm abwaschen wollen. All das ist jetzt möglich dank Durchlauferhitzer. Also für uns war das eine rundum gute Idee. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, euer Ingmar.
Beim nächsten Video möchte ich etwas nachreichen, was ich eigentlich schon im Sommer gefilmt hatte und auch montiert hatte. Wir haben nämlich unten unterm Wohnmobil einen Frischwassertank nachgerüstet. Das heißt, wir haben jetzt 190 Liter Frischwasser dabei. Das können wir auch machen, weil wir auch eine aufgelastete Version unseres Kastenwagens haben, nämlich 4,25 Tonnen. Das heißt, dann geht das Zusatzgewicht auch noch mit. Und welche Erfahrung ich gemacht habe bei diesem Zusatztank, den es um es fertig gibt, für alle Fiat Ducatos, Jumper, Peugeot Boxer und den Dodge Ram, das sind ja alles baugleiche Fahrzeuge, welche Erfahrung ich da gemacht habe, wie mir der Einbau dann gelungen ist und wie der bei uns dann ins Wassersystem eingebunden ist, das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich freue mich auf euch. Tschüss, euer Ingmar.